Ich hatte neulich mal so einen Leihwagen, da war so ein System integriert, so ein Navigator, ja? Oder genauer gesagt eine Navigatorin. Also das ist ja sowas von toll, ja? Man braucht überhaupt keinen Straßenatlas mehr, man tippt einfach sein Ziel ein und wird in aller Ruhe da genau hingeführt. Ja? Das beginnt sogar schon in der Straße, wo man wohnt. Ja? Man ist gerade so aus der Garage raus, tippt gerade so sein Ziel ein, da säuselt die Navigatöse, ihre Route wird berechnet. Ich denke, aha, hat sie also rumgesprochen. Dann ist man gerade so hier von der Autoausfahrt hier, ist man von der Garage runter, so noch keine 5 Sekunden unterwegs, da soll sie nach 50 Metern bitte links abbiegen. Du stell dir mal vor, das hätte früher ihre Frau mit ihm gemacht. Ja. Liebling, du musst hier gleich hin, musst in 50 Metern musst hier links abbiegen. Letztens sagst du, glaubst du, ich bin bekloppt oder was? Glaubst du, ich weiß nicht, wo ich wohne? Und schön ist ja auch, wenn man dieser zauberhaften Navigationsdame einfach mal nicht gehorcht, ja? Wenn man einfach mal mutwillig weiter geradeaus fährt, ja? Dann ist die auch nicht beleidigt. Nee, dann meckert die auch nicht rum, wie wir es ja gewöhnt sind, nicht? Ich hab dir doch gesagt, du sollst ja links abbiegen. Düst du schon wieder? Nein! Die Dame von der Navigation, die rechnet blitzschnell und gibt dann die nächste Anweisung. Und zwar ohne jeden Vorwurf in der Stimme. Aber ich wünschte mir manchmal schon, ich wäre mit ihr verheiratet. Wunderbar ist auch, wie sie immer alles wiederholt, je näher man an eine Richtungsänderung kommt. Ja? Auf der Autobahn zum Beispiel. Da ist man noch 4 Kilometer von der Ausfahrt entfernt und sie säuselt, demnächst bitte rechts abbiegen. Als wenn man auf der Autobahn links abbiegen könnte. Ja. Dann 3 Kilometer vor der Ausfahrt, nach 3 Kilometern bitte erste Ausfahrt rechts abbiegen. Dann 1 Kilometer vor der Ausfahrt, nach 1 Kilometer bitte erste Ausfahrt rechts abbiegen. Dann 300 Meter vor der Ausfahrt, nach 300 Meter bitte erste Ausfahrt rechts abbiegen. Und dann direkt an der Ausfahrt, jetzt bitte rechts abbiegen. Jetzt stellen Sie nur mal ganz kurz vor, das hätte früher Ihre Frau mit Ihnen gemacht. Liebling, in 3 Kilometern kommt die Ausfahrt. Oh, jetzt noch 1 Kilometer, Liebling. Da kommt die Ausfahrt. Oh, jetzt noch 300 Meter. Liebling, jetzt, das ist die Ausfahrt. Oh Gott, das war ja so. Also. Gehen Sie das zu, Sie hätten doch Ihre Alte glatt aus dem fahrenden Auto geschubst. Ja. Das ist eben ein ganz großer Unterschied, ob einem die eigene Frau auf den Wecker geht oder ob man eine Dame für 1.500 Euro dabei hat.